Ja, liebe Schützen der Bruderschaft Gindorf, aber auch hier im Diözesanverband Köln. Ich bin heute zu Gast bei unserem Diözesankönigspaar Andreas und Yvonne, die ja schon eine ganz schön lange Zeit in diesem Amt sind, aber noch gar nicht so ihr Amt haben genießen können. Deswegen habe ich gesagt, ich komme euch heute einmal besuchen und möchte euch in meiner Eigenschaft als Brudermeister der im nächsten Jahr ausrichtenden Bruderschaft Gindorf des Bundesköniginnentages einfach schon ein klein wenig Vorfreude machen auf den Bundesköniginnentag, den ihr in diesem Jahr habt verpassen müssen. Aber wir holen ihn nach im nächsten Jahr am 20. Mai 2022. Und damit ihr nicht ganz so lange mehr warten müsst, habe ich euch einmal das Festabzeichen und unseren Jubiläumslikör mitgebracht. Den könnt ihr auf dem Weg zum Bundesköniginnentag schon einmal genießen. Einmal für dich, liebe Dankeschön. Königin. Sie hatte übrigens gestern Geburtstag, also auch hier nochmal ganz herzlichen Glückwunsch nachträglich zu deinem Geburtstag. Und an dich, lieber Andreas, auch ein kleines Fläschchen Likör. Und ich hoffe, es schmeckt euch auf dem Weg zum Bundesköniginnentag. Ja, lieber Robert, vielen Dank erstmal dafür und auch vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns natürlich sehr, auch wenn es nicht klappt, aber wir freuen uns sehr, dass wir nächstes Jahr mit großer Hoffnung und großer Freude eigentlich bei euch auf dem Bundesköniginnentag dabei sein dürfen. Ja, und wir freuen uns riesig darauf. Ja, und wir alle den Bundesköniginnentag im nächsten Jahr so genießen können, wie wir es eigentlich gewohnt sind, glaube ich, von uns dreien nochmal der herzliche Appell an alle Schützenbrüder, an alle Schützenschwestern in unserem Diözesanverband. Lasst euch impfen, da wo es machbar und möglich ist, damit wir dann im nächsten Jahr mit größtmöglicher Sicherheit unseren Bundesköniginnentag in Griffenbruch-Gindorf feiern können. Vielen herzlichen Dank.